Hallo zusammen, Christian von Christian macht's hier. Heute mal wieder mit einem kleinen Unboxing im schönen 4K-Format. Und ihr werdet nicht glauben, was es ist. Ich kann es selber noch gar nicht glauben. Umdrehen werde ich es nicht, weil da ist meine Adresse drauf. Und ich muss gestehen, ich habe momentan nicht genug Zeit, Video-Editing allzu groß zu schreiben, momentan in meinem Kalender. Dementsprechend versuche ich tatsächlich Sachen, die ich nicht machen muss, auch nicht zu machen. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an und reißen die Lasche auf, die wir hier haben. Ich muss gestehen, ich habe das Ganze per Same Day bestellt, sprich heute früh um nachts um 2, weil ich nicht schlafen konnte. Und jetzt gibt es mal einen kleinen Trommelwirbel. Und zwar habe ich mir etwas bestellt. Und zwar, ihr könnt schon richtig sehen, ein New 3DS. Ich wollte es mir schon lange holen, habe immer mit mir gerungen. Aber erst kürzlich kam ja die, oh, wie heißt sie nochmal, diese Konferenz, die. Oh, schlag mich tot. Ich versuche es hier irgendwie einzufügen, wenn mir der Name wieder einfällt, dass man jetzt auch einen Super Nintendo-Titel drauf zocken kann. Und ihr müsst ja wissen, ich habe ja als kleines Kind immer einen Super Nintendo gehabt, habe ihn leider dann 13, 14 verkauft. Und das war einer meiner größten Fehler. Deswegen musste ich gucken. Denn ein neuer Super Nintendo bzw. ein gebrauchter mit zig Spielen ist höllisch teuer. Daher blieb mir nichts anderes, als immer zu überlegen, zu warten. Nimmst du jetzt eine Wii U? Nee, wegen zwei Spielen rentiert sich nicht. Hier habe ich tatsächlich mehr. Der Krux an der Sache ist aber ein ganz anderer. Und das muss ich gestehen, verstehe ich nicht, weil ich glaube, das ist kein Promopreis mehr. Der weiße 3D, New 3DS kostet 159 oder 169. Ist in Ordnung für die Technik, besonders 3D. Wenn du ein Problem an den Augen hast, ist sowas tatsächlich das Schönste von allen, da du nicht lange rummachen musst mit Brillen, mit Gucken etc. Da hat Nintendo tatsächlich Halbblinde wie mich gedacht sozusagen. Leider dachte ich mir dann, warum soll ich für 160 € ein Gerät nehmen, wenn ich es mit Coverplate und Spiel für 139 kriege? Selbst wenn ich die Coverplate austausche, bin ich immer noch günstiger dran. Was ich jetzt mit dem Spiel mache, weiß ich allerdings noch immer nicht. Und ja, der nächste Fehler, den ich begangen habe, war, ich habe das Ding bestellt für Same Day und gemerkt, ups, da ist ja kein Ladekabel mit drin. Das werden wir gleich in der Review auch noch im Unboxing sehen. Und habe dann eins nachgeordert und gefragt, kann man das nicht zusammenlegen, dass das nicht alles per Same Day ankommt? Nee, das geht jetzt leider nicht, das geht erst morgen. Dementsprechend kommt der New 3DS heute am Montag, das Ladekabel am Dienstag. Und natürlich könnt ihr auch sehen momentan, die Beleuchtung ist wesentlich angenehmer geworden. Ich habe das Fotolicht, das Mekatec, hier unten einfach mal mit dran geheftet, bis die Fotoboxen kommen. Und jetzt sieht man zumindest hier alles schön ohne Schatten. Naja, gut, das bisschen, aber gucken wir es uns mal ein bisschen näher an. Verzeiht, wenn ihr das hier so drauf seht, aber es geht nicht anders. New 3DS mit diesem Coverplate. Mit Happy Home Designer von Animal Crossing, sprich vorinstalliert auf der Speicherkarte, mit Amiibo-Funktion und natürlich auch NFC-Karten und du böser Sensor. Gucken wir auf die Rückseite. Genau, was ist die Verbesserung zum 3DS? Also, was ich gemerkt habe, ist, dass der 3D-Effekt besser geworden sein soll. Sprich, wenn ihr jetzt nach links und nach rechts geht, scheint dieses Augentracking mit der Kamera besser zu funktionieren und ihr seht dann nicht mehr wirklich dieses Verschwommene wie jetzt zum Beispiel. Dann gibt es einen C-Stick. Der wird noch nicht so viel benutzt in Spielen. Ich glaube, es gibt nur 2 bis 3 Spiele am Markt. Aber beim Browsen lässt er sich durchaus verwenden. Und natürlich haben wir einen NFC-Chip unter dem Touchscreen, damit zum Beispiel Amiibos all in den Mii-Charakter-Editor oder was auch immer reinkommen. Doch fragt mich bitte nicht genau, was es damit auf sich hat, denn ich muss mich auch erstmal wieder in der Nintendo-Welt wohlfühlen. Und reinkommen dann, da war ich jetzt 12 Jahre lang nicht mehr. Dementsprechend packen wir das Ganze jetzt tatsächlich mal aus. Wobei ich immer noch nicht verstehe, wie Nintendo kein Netzteil hinzuliefern kann. Warum bietet man keine 2 Sets an? Eines für Leute, die bereits eine Konsole haben, ist dann halt 10 € billiger. Und eines mit Netzteil. Warum? Ich verstehe es nicht. Gerade für mich jetzt sozusagen. Schenkst es irgendwie deinem Kind oder deinem Neffen, deiner Nichte und merkst nicht, Netzteil, ja, ups. Das finde ich tatsächlich ein bisschen blöd gemacht, denn soweit ich weiß, beim 2DS liegt er wieder bei. Warum liegt es beim 2DS bei, aber nicht beim 3DS? Warum soll ich von dem 3DS auf dem 2DS hüpfen, aber nicht von dem. Nein, also, warum soll ich von einem 3DS auf einen New 3DS hüpfen? Okay, einigermaßen verständlich, aber warum lege ich. Vielleicht kennt ihr den Gedankengang, warum beim 2DS was reintun, was tatsächlich vom Preis her weniger viel ist,
als bei dem teureren, der tatsächlich auch als Einsteigergerät wieder gelten kann. Und ich muss gestehen, ja, ist nicht das perfekte Design, aber ich sag mal so 20 Euro billiger und die Play holst du dir für 10 Euro oder so bei eBay immer noch Geld gespart. Von daher, Win-Win-Situation. Was wir hier haben, muss ich auch erstmal gucken. Ja, so ein Bärchen. Oh, Pascal. Jeder, der hier Pascal heißt von euch Zuschauern, der darf sich nun geehrt fühlen. Daumen hoch für Pascal. Denn, ja, whatever. Johannes Pascal. Ach, du liebes bisschen. Und hier haben wir... Genau, ja. Happy Home Designer. Ich habe schon sehr vieles darüber gehört, habe aber mit Animal Crossing bisher noch nichts angefangen, weil ohne Spiel ist das natürlich ein bisschen blöd. Nintendo-typisch haben wir jedoch sehr viel Papierkram. Also, wer gerne liest, der wird sich bei Nintendo von allen Konsolen am besten aufgehoben fühlen. Mit dem kleinen Guide, was Amiibo Cards sind, auf so ziemlich allen Sprachen, die es gibt. Also, was haben wir denn da? Deutsch, also da ist alles mit dabei, wobei ich mich wundere. Ich glaube, ich vermisse gerade eine Sprache drauf, aber egal. Hier haben wir dann diese AR-Karten, also sprich diese für die virtuelle Realität, dass ihr so Minispielchen zum Beispiel drauf habt. Oder das einfach, damit man den 3D-Effekt ein bisschen erkennen kann. Ich weiß nicht, wie es mit meinem Auge funktionieren wird, da bin ich selber sehr gespannt. Hab schon ein paar coole Tests auf Arbeit gemacht mit Kollegen ihren 3DS, aber selber ist es immer was anderes. Ein schöner bunter Quickstart-Guide, der offenbar für beide gilt. Natürlich sollte ein Erwachsener das System einrichten, deswegen mach's ja auch ich. So, nächstes. Was haben wir hier noch? Das Operations Manual. Ach du Liebe, kannst gar nicht blättern. Alter Verwalter. Okay. Und jetzt kommt die Anleitung zum Erschlagen. Ich kann mich noch erinnern, bei meinem Game Boy Advance hatte ich den auch. Und bei meinem Super Nintendo. Ich glaube, da war die sogar noch dicker. Gut, hier sind alle Sprachen drin, die es tatsächlich so ziemlich gibt. Ich meine, eine Anleitung für alles herzustellen, ist gar nicht so dumm. Und ja. Machen wir einfach mal Handlein-Ding. Gut, ich packe das Ganze jetzt mal schnell hier wieder in die Tüte ein, weil ich möchte unbedingt Ordnung haben. Und ja. Und übrigens, die Küche ist jetzt endgültig fertig. Sprich, demnächst wird es hierfür auch ein Video geben, aber heute muss die Küche noch ein bisschen auslüften, denn Lack muss noch härten und das stinkt bestialisch. Also, gut, ich mache nochmal einen kurzen Cut, bevor wir uns dann dem guten Stück widmen. Wusch, wusch, da bin ich wieder. So, jetzt haben wir hier das letzte Stück und... Ich muss gestehen, Verpackung wackelt nicht, sitzt fest und trotzdem, jetzt gucken wir mal, es ist mein erster Handheld seit so vielen Jahren. Es ist Wahnsinn. Oh, oh. Ah, sieh mal einen an. Das ist die Coverplate, okay. Okay. Ist das Plastik? Ja, ist Plastik. Aber ihr seht schon dieses eingebrandete Nintendo. Made in China. Und ja, ich meine, es sieht nicht schlecht aus, aber gut, jetzt für den Kerl mit 26 ist das tatsächlich so, nee, von daher, außerdem, ich kann mit dem Spiel nichts anfangen. Ich hätte tatsächlich gerne eher dieses weiße, sterile oder irgendwas Blaues oder was Grünes, oder? Vielleicht findet man diese Weißen auch irgendwie zum Bedrucken, dann würde ich selber irgendwas draufdrucken lassen, irgendwie. Wahrscheinlich kann sich jetzt jeder denken, was kommt. Richtig, irgendein Bild von London oder so. Wobei die Holzoptik mit Mario, die muss ich gestehen, die fand ich hammergeil, also... Da muss ich tatsächlich gucken. Gut, ist natürlich Geldschneiderei, wissen wir alle, aber hey, wie oft macht man das? Das soll ja kein Modeaccessoire sein. Und hier ist er. Und wow, okay. Ach, das ist die Unterseite. Ups, verzeiht mir. Ah, okay, wir müssen erst tatsächlich dann die Plate drauf tun. Und hier sehen wir erst. Oh, das sollte ich tatsächlich wegtun. Das wäre nicht so gut, denn meine Garantie bleibt meine Garantie und nicht eure. Dementsprechend werde ich hier doch tatsächlich ein bisschen damit arbeiten müssen. Und ich hoffe, ich warte mal kurz. Ah, ich hasse das. Ich hasse sowas abziehen zu müssen. Ich würde das echt am liebsten drauf lassen.
vorerst. Weil ich brauche es ja nicht letztendlich. Ach, was soll's. Egal. So, jetzt gucken wir mal. Also mit diesen zwei kleinen Nöppeln können wir das hier tatsächlich so einhaken, wenn ich das hinkriege. Und drauf klippen. Okay, klipp, 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 klipp. Ist drauf. Doch, ich roll erstmal ein bisschen was. Nein, so, Unterseite auch. Ich meine, es sieht kunterbunt aus und es liegt tatsächlich einigermaßen gut in der Hand. Also ich finde nicht zu klein und nicht zu groß. Hier unten haben wir so, wie nennt man es, Cartridge? Also Slot, sage ich jetzt einfach mal. Etwas für Kopfhörer. Ich weiß nicht, ihr habt doch nur Kopfhörer. Dann hier einen Stylus, den ich nicht rauskriege. Ah, jetzt ja. Ach Gottchen, ist der winzig. Also da ist ja der Stift von meinem Note 4 schon größer. gut, dann gucken wir weiter. Da haben wir dann hier einen Knopf. Dann was für zum Laden. Liebe Kamera, kannst du das eventuell fixieren? Genau, da was zum Laden. Dafür ist WLAN oder wie andere sagen Wi-Fi, was ja auch richtig ist letztendlich. Hier auf der Rückseite haben wir zwei so Plastikdinger, wahrscheinlich, dass es eben nicht rutscht. Und ja, auf der Rückseite haben wir typisch eben die Buttons, sprich R und L. Die sind ja, glaube ich, schon seit sehr langer Zeit. Die gab es auch schon beim Super Nintendo. Und ich glaube, neu dazu gekommen sind diese zwei noch, dass man jetzt eben wieder zwei hat für neue Elemente. Dann gleichzeitig hier, was auch immer, das ist ein Infrarotsensor, keine Ahnung. Kann man das nicht mit der Wii U jetzt koppeln? Keine Ahnung. USB-Ladekabel und natürlich so eine Keychain. Und ist das eine Delle hier? Oder muss das so sein? Ich weiß es nicht, weil das ist nicht auf... Könnt ihr das hier sehen, diesen Eindruck hier, diesen kleinen... Der ist nämlich hier nicht, aber ich glaube, sieht nicht verbeult aus. Ich glaube, das gehört so. Ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal. Okay. Was ich sagen kann ist, Punkt Nummer 1. Müsste da nicht noch innen irgendeine Folie drauf liegen oder so? Ich bin mir nicht sicher, aber müsste da nicht eigentlich irgendwie noch eine Folie mit drin liegen? Klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich bin mir nicht sicher. Naja, egal. Was kann der auf jeden Fall? Er kann komplett gerade gemacht werden. Wartet mal, ich muss mal wieder pausieren. Da bin ich wieder. Also wie gesagt, er kann gerade gemacht werden in 180 Grad. Dann kann er, ich glaube, keine Ahnung, was das ist. 100... Wartet mal, lass mal überlegen. 160, keine Ahnung. Kann noch ein bisschen höher gemacht werden, was natürlich auch angenehm ist, weil ich gestehen muss, das ist etwas, was ich wesentlich lieber mag. Und nochmal höher geht es auch, aber er zockt schon so. Also so finde ich es jetzt nicht unbedingt perfekt geht, wenn dann eher einmal eingeknickt, dass es ungefähr diese Höhe das da hat. Vom Display her muss ich sagen, ist es tatsächlich in Ordnung für mich, für die Größe. Ich finde das sogar richtig groß, also ich habe es mir wesentlich kleiner vorgestellt. Dann haben wir hier diesen, wie man es auch immer nennt, weil ein richtiger Stick ist es ja nicht. Aber ich sehe hier auch keine Kratzer oder so drauf, keine Ahnung. Ja, ist ein bisschen ungewohnt, weil der PS4 und der PS3 und der von der 360 wesentlich größer. Also ihr seht es an meinem kleinen Finger, schon der kleine Finger ist fast größer, aber okay. Geht. In der Hand liegt es eigentlich recht gut. Wenn ich so gehe, stoße ich zum Glück. Ich habe ja nicht so die großen Hände. Klappt mal so ein bisschen an und es tut auch nicht weh. Und man kann, vielleicht kann man das hochklappen, dass man das sieht. Kannst du so drücken und so. Das heißt, ich kann mit den Ecken hier da drauf drücken und dann vorne. Das heißt, ich kann beides so drücken, ohne dass es weh tut. Muss gestehen, er liegt tatsächlich einigermaßen gut in der Hand. Gefällt mir und hier seht ihr das Meckerlight. Ja, doch warum ich mich für die weiße Variante eigentlich entschieden habe, oder nicht die weiße, sondern die normale und nicht die XL, wegen den Knöpfen. Das ist einfach pure Nostalgie für einen Super Nintendo Zocker. Ich weiß nicht, ob ihr mit der Konsole groß geworden seid oder nicht. Falls nicht, ihr tut mir leid, holt euch die Titel in die Virtual Console Titel. Ihr verpasst wirklich was.
Und andere, es ist einfach pure Nostalgie. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, aber es ist tatsächlich Nostalgie. Hier oben haben wir dann diesen neuen C-Stick, der fest ist. Vielleicht ist innen drin irgendwie so eine Art Trackpad oder so. Ich meine, wenn ich drauf tippe, habe ich das Gefühl, es bewegt sich was. Vielleicht muss man auch nur drüber streicheln. Ich habe keine Ahnung. Da unten haben wir dann eben ganz normal Start und Select. Und hier haben wir einen Home-Button, ne? Genau, jetzt sieht man es doch sehr, also jetzt sieht man es doch sehr schön. Und da unten haben wir das Mikrofon. Keine Ahnung, warum wir ein Mikrofon brauchen. Gab es da nicht mal Spiele, wo man reingepustet hat? So, jedenfalls würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze jetzt mal kurz an. Und ich hoffe, dass da noch irgendwie... Ah, okay, er leuchtet, dass da noch irgendwas drin ist. Falls nicht, wäre das jetzt ein bisschen uncool. Und ich tue mal ein bisschen hoch. Und jetzt zoome ich mal ein bisschen noch Spaß ran. Ihr könnt ungefähr die Raster, und wenn ich noch näher hingehe, ihr könnt tatsächlich mitunter Pixel sehen, nehme ich mal an. Also wartet mal. Seht ihr diese Matrix? Also hoch, besonders hoch aufgelöst. Ich zoome jetzt extra mal ein bisschen dran, damit ihr es sehen könnt. Und gehe auch noch ein bisschen hoch, damit eben das Licht besser wird. Hol den Stift raus und dann gucken wir uns das Setting einfach mal ein bisschen mit an. Morgen kommt das Ladekabel, wobei ich auf der Arbeit ihn aufladen werde. Ich hole es mir von einem Kumpel. Und okay, ich kann es durch die Kamera anschauen. Das finde ich sehr schön. Ich gehe aber noch ein bisschen weiter zurück, damit ich alles im Bild habe. Werde noch mal kurz pausieren, damit wir das dann abfilmen können. So, da wäre ich wieder. Heute mit einem ganz langen Video. Und ich würde sagen, das funktioniert nicht. Schade. Ich muss es also mit Touchscreen machen. Okay. Deutsch, okay. Yeah. Schiebe den 3D-Tiefregler rechts hinten. Ich mache das jetzt einmal schnell hinter der Kamera, weil ansonsten, ich weiß nicht, ob das so getrackt wird. Wartet mal kurz. Bitte verzeiht mir, aber da ging offenbar die Kamera-App aus. Und ja, es war so, wie ich gedacht habe. Ich musste mich mit dem Kopf hin und her bewegen. Dementsprechend gehen wir weiter. Gott, ich habe keine Ahnung, wie spät es ist und alles. Ich würde sagen, ich skippe das Ganze jetzt mal. Und in den nächsten Tagen gebe ich mal ein kleines Fazit dazu ab. Vielleicht spielen wir ein bisschen was zusammen und dann sehen wir weiter. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen und schreibt mir doch mal, ob ihr auch irgendwie ein Handheld oder so habt. Und wenn ja, welchen, warum, weshalb, wie, pipapo. Also dann, macht's gut, Leute. Servus.